Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Willkommen zu einer neuen 1-Mission. Mit dabei der Terminator. Hallo. Und meine Wenigkeit. Und heute zocken wir, wo sind wir unterwegs? Westfront? Essen-Mülheim. Was? Echt? Essen-Mülheim. Ja. Echt? Also, oh Gott, was jetzt? Ja. Ja, wie dem auch sei. Wir sind auf jeden Fall Westfront, Ruhrgebiet, glaube ich, Flugplatz unter Beschuss. Wir haben diesmal die Messerschmitt, ihr seht schon, die Messerschmitt 262A1A, das Beste, was der die deutschen Entwickler... Jet, den ich hier bis jetzt im Spiel gesehen habe. Ja, nur gibt's hier ein kleines Problem, und zwar, irgendwie scheint in der einzelnen Mission die Messerschmitt ein bisschen runtergedrückt zu sein, weil man hat nicht mehr so wirklich den Schub hier irgendwie. Und das ist der Kniff in der ganzen Sache. Wir werden gegen mehrere, also ich brief euch erstmal. Einen Augenblick. Genau, hebe ab und zerstöre die feindlichen Jäger. Da haben wir jetzt ein Problem, weil die Jäger sind um einiges viel schneller und hinter mir sind sie schon. Hier, da sind sie schon. Mhm. Ja, also, weg. Einer weniger. Ja, ich sehe schon. Zack, den habe ich. Also Leute, es geht auf jeden Fall. Der Kniff aber an der ganzen Sache ist es, mit dem Gerät hier erstmal überhaupt nach oben zu kommen. Das ist, ist sehr langsam. Ganz ehrlich, du hast einen Jet, ne? Der hat zwei Triebwerke, ne? Und du kannst gerade mal, guckt euch das an, links oben. 260 km/h oder sowas, das ist doch lächerlich. Mein linkes Triebwerk ist ausgefallen. Ja, ich habe einen Baum mitgenommen. Naja, immerhin etwas. Warum hab ich das? Ich wollte ihm gar nicht folgen. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall Einzelmission, ne? Macht doch halt Spaß. Warum nicht? Das hat auf jeden Fall was. Ich weiß jetzt nicht, wie oft man hier jetzt einsteigen kann in dem Spiel. Weiß ich auch nicht. Drück mal Escape bei dir. Wenn da steht Neuversuche, so und so viele, dann weiß das ja. Oder warte, ich guck mal. Fahrzeug verlassen. Nö, da steht nichts. Also man kann hier machen, wie man will. So wie es ausschaut. Das ist aber wirklich heftig, ne? Mit 240 km/h hier rumgedümpelt, ey. Na, ich bin schon bei 300. 300? Du alter Angeber. Du weißt ja, ich habe immer mehr drauf als du. Nee. So, was mit ihm? Hinter uns sind noch eine Menge, ne? Ja, einer, der uns gleich verfolgen wird. Aber ich werde den hier vorne verfolgen. Ja, ich will auch erstmal ein bisschen Speed drauf kriegen. Ich denke, das kann nicht verkehrt sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast da einen Jet, weißt du? Das Ding hat, glaube ich, scharf an der Schallgrenze gekratzt, so sage ich mal, ne? Und du dümpelst hier mit 350 rum. Also irgendwie... Naja. Na, der schmiert ab. Aber das macht die einzelne Mission aus, ne? Naja, wenn du dir die Beschreibung vom Flugzeug mal genau anguckst, das ist A1A. Okay, drehen wir ab nach links. Lass uns mal. Ich hol erstmal Höhe raus. Erstmal drehe ich. Die sind ziemlich weit weg. Hier, da ist noch einer. Spitfire. Ja, die sind natürlich übelst wendig, ne? Ja. So, aber egal, bis ich da bin, gucke ich mich erstmal um im Interieur. Hier, guck mal, da gucken schon die Kabels raus. Also eindeutig ein Anzeichen für einen Prototyp. Ja. So ganz ist das noch nicht hier ausgereift, aber was soll's. Machen wir das Beste draus. Was willst du sonst draus machen? Ich verfolge mal die. Hier. Ich verfolge mal die Spitfire. Ach, das machst du schon. Dann drehe ich wieder rechts ab. Richtung Westen. Flieg mal Richtung Jakov hier, unser Kollegen. Ja, ich wollte es gerade sagen, aber bei mir hat es der Funktyp, wie gesagt. Hm? Einer weniger, um den wir uns Sorgen machen müssen. Gut, auf Deutsch? Jawohl. Auf Deutsch. Ja, auf Deutsch. Ja, wunderbar. Ja, ich gehe den Feind entgegen. Spitfire ist 6,3 Kilometer. Scheinbar entfernen die sich von uns, ja. Ich lade nach. Ab und zu bricht da mal einer aus der Formation. Ich frage mich immer, was das werden soll. Wahrscheinlich wegen den KI, die da unten noch starten, die ganze Zeit.
Okay. Also ich sehe nur links unten 9 Leute, also 9 Flugzeuge müssen wir klar machen, 9 Leute da. Ja. Und dann war's das eigentlich, dann haben wir das geschafft. Ich bin jetzt auf 2,5 Kilometer. Ja, ich komme schnell näher. 3 Kilometer. 2,5. Bin bei 400 km/h. Die Meute bricht nach rechts aus. Das bringt denen alles nicht. Naja, also es macht schon einen Unterschied, wenn du hier mit 800 km/h rumknallst oder mit 400 km/h, ne? Die hätten gar keine Chance, ganz ehrlich. Tja, ich hab nachgeladen. Hätten sie nicht. Einer weniger. Das war's, ich hab sie. Bin perfekt dahinter. Und tschüss. Und tschüss. Hast du den anderen? Über mir ist noch einer. Siehst du den? Jo. Ne, da sind sogar noch mehrere. 4 Stück, jetzt noch 3. Aber ich denke, wir haben's, Leute. Seht ihr mal, Mission hier abgeschlossen. Und so einfach ist das. Es kommt nicht darauf an, was für eine Maschine das ist. Es kommt darauf an, wer diese Maschine bedient. Und so, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war natürlich noch nicht alles, was es mit Einzelmissionen auf sich hat. Da gibt es noch einige mehr, ne? Ein paar müssen wir noch machen. Ja, definitiv. Ich auf jeden Fall mit den Russen noch, du mit den Dingens noch. Mit den Japanern geht da noch einiges. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Man sieht sich. Ciao, ciao.